Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MXGP3, dem offiziellen Motocross Videogame. Wir sind noch immer in Charlotte hier. Zweites Rennen, 5 Runden, ihr wisst noch. Hier jetzt im nächsten Part zu sehen. Hua, da bin ich noch. Ich wollte eigentlich mich nach vorne lehnen. Haut es mal den Lenker, so zieht man den nach links da. Wir versuchen mal hier den Trick und da innen die kürzeste Linie zu nehmen. Oh, der Monticelli hat schon aufgehaut. Sturz bei ihm. Jonas auch mit einem Sturz, lesen wir da links. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal das Fahren eher. So auf die Sturzliste. Oh, Gott sei Dank kein Spawn. Oh, das war ein bisschen riskant fast. Aber wir sind hier vorne wieder dabei. Aber jetzt beim Dreier ist das natürlich so eine Sache, da ist man auch schnell hinten. Herr links hier, scrubbt sich da drüber. Ja, der ist ja gerade besser um die Kurve gekommen als wie ich. Ah, oh, da liegt, nein, da liegt ein Ding ja mitten am Weg. Da wird wohl der eine oder andere hängen bleiben vielleicht. Ist mir schon einmal aufgefallen, aber warum kommen die da mitten auf die Strecke? Ist ein bisschen doof. Boah, der fährt das heute nach außen. Ah, jetzt wird ein bisschen besser. Und das dritte hier. Rüber, so, außen bleiben, ja, das ist meine Linie, perfekt, so fahren wir das hier. Ich sehe da schon einen Schatten, ja, da ist er schon, hier links, ich habe mir noch gedacht. Nein, oder? Meine Güte. Was war denn das für ein Eck, was ich da reingehaut habe? Das gibt's ja nicht. Naja, Pech gehabt. Wenn ich so dämlich fahre, dann... ist es einfach so. Boah, der liegt noch immer da, aufpassen. Heuballen. Bringen wir innen ein bisschen, um die Jungs auszubeschleunigen. Boah, das ist extrem groß. Eigentlich ist die eine Bande da, sonst wäre ich da schon ein paar Mal rausgefahren, glaube ich. So, also die letzte Runde wollte ich schon sagen. Wir fahren ja 5. Baturell hat sich wieder abgesetzt vorne, glaube ich. Wolltest du ein Dreier? Nein, beim Blödsinn. Bogas, Jeff, Herlings, wir sind der Dritte. Alles klar, keiner mehr vor uns. Boah, wer kommt da von innen? Oh, Herlings mit einem kleinen Fehler da außen. Wo ist er? Da ist er aber eh schon wieder. Kleiner Fehler war es nur, aber wir konnten vorbeigehen. Mal für die erste.
Oh, schön von hier links da innen die Dive Bomb gesetzt. Ah, das treibt sich immer so nach außen. Ist Gefahr nicht so groß, dass man da den Heuballen mitnehmen. Boah, hier links zwingt sich da wieder rein. Und jetzt wieder zurück. Oh. Ist das eine Yamaha, eine blaue? Ich glaube, da hat er sich noch vor. Achso, es sind nur noch zwei Runden. Ach, ich glaube, ich möchte dieses Ziel schon gewissen. Ja, nice auch jetzt ein bisschen länger. Also komme ich gleich direkt auch ein bisschen auf den Geschmacken. Zwar, wenn wir nur ein Rennen fahren, aber ein bisschen länger. Jetzt, wo es gerade Spaß macht. Also wir fetten schon um die 1 hier. Das war unsere Sturzstelle gerade. Das war schon wieder ganz knapp. Boah. Und gerade auf der 1 sogar. In der vierten Runde von 5. Mal schauen, wie lange dieser Bart jetzt war. Wenn wir jetzt theoretisch mal 10... Ja, meine ich, auf 10 Runden nicht... Für die meisten jetzt, ich muss ja auf die meisten Zuschauer eingehen, dann nicht ein bisschen zu viel ist, weil wir können mal einen Zehner bringen oder so. Aber da müssen wir dann natürlich zwei Parts bringen, ist klar, weil ja zwei Rennen sind. Ah, 10 Runden. Ach, schon wieder knapp. Heieiei, aber es geht sich großartig immer aus. Also hier an der Stelle mit der MX-Klasse sehe ich mich schon rausfliegen. Wenn ich mir die Stelle nicht merke. So, jetzt letzte Runde hier. Fünfte Runde. Das können wir hier schön mitnehmen. Jawohl. Auch eine Sturzstelle. Oh, das war das Glück. Na ja, jetzt, wenn wir mal vorbei sind, sind wir doch einen Ticken schneller wie die KI hier. So wie es ausschaut. Oh fuck. Uiuiuiui. Ja, das sage ich's noch. Aber nur wenn alles passt. Hier links hinter uns schon wieder. Da sind wir schon erster. Wunderbar. Und hier links zweiter. Wunderbar. Oh, da kommt er sogar noch. Oh, und wieder mit extrem viel Glück. Da fahren wir mit der MX auf jeden Fall raus. Nein, jetzt kommt wieder Bogas. Oh. Ah, shit. Ah, das hätte man können gewinnen. Das hätte man können gewinnen und sogar fast müssen. Jo, Bogas vor Baum, Herlings, Donning, Anstie. Und im ersten Lauf waren wir Dritter anscheinend, und jetzt Zweiter. Wunderbar. Gleich viele Punkte wie Bogas. Einwandfrei. Perfekt. Jo, 9 Minuten. Ja, mit 10 Runden würde man dann gute 20 Minuten am Bart haben. Hm. Jetzt 10 Minuten ist schon ein bisschen knapp. Aber ist ja jetzt auch nur ein Versuch, Freunde. Keine Angst. War ja nur mal ein Versuch. Aber 5 Runden sind eben ein bisschen blöd. Im ersten Part mit der Runde Quali
geht das eigentlich noch gut, weil da werden wir dann ungefähr an die 15 hinkommen. 10 Minuten jetzt genau. Ist ein bisschen schwierig. So, dann kommt jetzt eh nochmal Glen Hale. Das werden wir wieder mit 2x3, glaube ich, machen. Dass wir dann gleich in die MX kommen. Das heißt, da kommt nur mehr jetzt dann eine Folge. Wieder mit den 2x3, wenn ich es nicht vergesse zum Umstellen. Denn ich glaube... Oder wir stellen es jetzt um. Ja, es geht nur 10 und 5, 7... 10 ist dann schon lange, wenn es dann nicht passt oder wir wirklich vorne wegfahren würden. Wir stehen jetzt einmal auf 3 ein. Ich hoffe, er hat es gespeichert. Wir gehen einmal so raus. Ich hoffe, er hat es gespeichert. Und ich merke es mir auch. So, haben wir da eine Übersicht? 3 Runden, da rechts unten steht es. Muss ich nächstes Mal kurz dann drauf schauen. Jo, dann würde ich sagen, das war leider relativ kurz, sorry Freunde. Aber nächstes Mal kommt dann wieder ein mehr oder weniger normaler Part mit den mit der Quali und mit 2x3 Runden zum Abschluss in Glen Hale. War eben heute ein kleiner Versuch mit den 2x5 Runden. Ja, gut, der erste Part hat eh gepasst mit dem Quali und alles. Und der zweite wäre dann halt ein bisschen kürzer bei den 5 Runden. Können wir ja mal wieder auch in der MX vielleicht bringen. Je nachdem. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, könnt ihr mir das ruhig sagen. Ich sage auf jeden Fall für heute danke fürs Zuschauen, auch wenn es ein dicken kürzer war, aber ja, ich finde soweit jetzt mal okay. Für hin und wieder. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part beim Finale. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.